Willkommen Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ein herrliches Wetter. Guckt mal, oh, traumhaft, leichter Wind, richtig kräftige Sonne. Ist gerade alles voll, alles besetzt hier bei uns an der Stelos. Und heute schauen wir uns mal ein kleines Hilfsmittel an, beziehungsweise ein kleines Pärchen. Und zwar von Chemicalworks die neuen, wie nennt man das jetzt eigentlich? Sind das so die Fummler? Eigentlich guter Name. Und zwar sind das zwei kleine Mikrofaser-Waschhandschuhe, beziehungsweise Mikrofaser-Handschuhe mit fünf Fingern. Das bedeutet, ihr könnt damit einfach in jede kleine Ritze und Spalte rein. Das ist einfach so. Also, perfekt geeignet für Felgen natürlich. Hier, kennen wir ja, die Felgen. Sehr, sehr viele kleine Zwischenräume. Und natürlich auch alles, was so Kühlergrill angeht. Alles, was bei der Wäsche einfach so schmal und eng ist, wie zum Beispiel hier diese Lufteinlässe hier. Das zum Beispiel. Oder auch natürlich unter dem Kennzeichen ist natürlich auch ganz, ganz viel so an Wabengrill und Lüftungseinlässe und alles, was es so gibt. Also da könntest du dich wunderbar nutzen. Und wir schauen uns das heute mal gemeinsam an. Hier ist was los heute. Wahnsinn, ey. Und ihr seht schon, ich habe hier unten schon im Eimer drin. Schauen wir uns erstmal aus der Nähe an und dann testen wir es mal direkt hier an der Felge. Los geht's. Ihr seht schon, hier neben mir wird schon fleißig gewaschen. Schöner Cupra R. Oh, richtig, richtig nice. Als Reiniger habe ich hier den P21S High-End mit und wir werden im Anschluss noch ganz fix hier meine Felgen versiegeln mit dem P21S Felgen-Detailer. Das ist für mich also ein kompletter, was heißt denn eigentlich kein Underdog, aber das ist ein Produkt, was ich eigentlich jedem ans Herz lege. Probiert es mal aus, wirklich für die Felgen als schnelle Pflege. Auch nochmal, wenn noch kleine Details übrig geblieben sind, könnt ihr das einfach damit auch nochmal nachreinigen und ihr habt gleich eine Versiegelung mit dabei und wir wissen ja, dass die echt gut funktioniert und speziell auf der Felge ein sehr, sehr schönes Bild liefert. Weil wir natürlich auch ein bisschen Felgenreiniger brauchen, natürlich einen der besten hier mit dabei, den High-End-Felgenreiniger von Dr. Wack. Könnt ihr auch 1:1 mit Wasser verdünnen, probiert es einfach mal aus. Ich habe jetzt hier die pure Variante. Und jetzt werfen wir mal einen Blick hier rein und da liegen die beiden schon. Wie so Quallen im Wasser. Los geht's. Mikrofaser-Waschhandschuh mit ganz normal fünf Fingern. Sieht aus wie ein, kann man auch im Winter anziehen. Mit schwarzem Bund, in Grau gehalten. Und natürlich auch ein zweiter im Set mit dabei. Und mit dem kommt ihr natürlich, ganz klar, das liegt auf der Hand, weil die Größe ist natürlich eine ganz andere. Ist alles ein bisschen schmaler, saugt aber auch gut Wasser auf. Und ihr kommt damit natürlich in alle möglichen Bereiche rein. Ihr kommt hinter die Speichen. Das ist so ein helles Anthrazitgrau, so könnte man es definieren. Und ich zeige euch jetzt mal, dass auch wirklich Schmutz auf der Felge drauf ist, weil bei schwarzen Felgen sieht man das halt immer nicht so gut. Ich gehe hier einfach mal in die Zwischenräume rein und das sehen wir schon hier. Da färbt sich das schon richtig, richtig dunkel ein. Und jetzt ist natürlich ideal, auch da einen Felgenreiniger zu nutzen, der materialschonend ist, der schön auf der Felge haftet. Und das gefällt mir halt beim High-End sehr, sehr gut. Dass ihr da einfach einen schönen Halt habt, trocknet euch nicht an. Und ihr könnt damit wunderbar die Felgen reinigen. Lasst es so 3 Minuten einwirken. Achtet trotzdem drauf, wenn es ein sehr heißer Tag ist und sehr viel Wind, das sind zwei Komponenten, die halt sehr, sehr heftig sind für einen Felgenreiniger. Dem schadet es eigentlich nicht, aber wenn ihr einen anderen Felgenreiniger nutzt, probiert es einfach mal aus und seid auch vorsichtig, dass es nicht antrocknet. Hier bei dem Gel, und das ist ja, sieht man hier ganz, ganz deutlich, das bewegt sich ja gar nicht, es läuft ja überhaupt nicht nach unten. Das gefällt mir sehr, sehr gut, hält sehr lange, ohne irgendwie an der Felge einzutrocknen. Zack, also sehr, sehr schön. Lassen wir so 2-3 Minuten einwirken, strahlen wir es ab. Und dann können wir hier mit den Handschuhen nochmal die Details reinigen, weil auch so ein Felgenreiniger, und das muss man ganz klar sagen, kommt ja jetzt nicht hier dahinter. Und das ist so ein typischer Bereich, wenn ihr die Felge zum Beispiel dann im Herbst oder je nachdem von Winter auf Sommer dann immer wechselt oder von Sommer auf Winter, dass dann immer die Rückseiten der Speichen sehr, sehr stark verschmutzt sind, weil die halt durch eine normale Felgenreinigerwäsche, also einsprühen, abstrahlen, ja gar nicht richtig gereinigt werden. Das heißt hier dahinter, ich gehe mal mit dem Finger hier dahinter, und da seht ihr genau das, was ich meine. Also das setzt sich Tag für Tag, Woche für Woche, immer, immer fester an der Felge. Und natürlich auch im Felgentiefbett ist das gleiche, deswegen nutzt eine schöne Felgenbürste. Und wer will, kann auch mit Shampoo-Wasser und diesen Handschuhen eine komplette Felgenwäsche auch machen. Der wird hier vielleicht ein schönes Hilfsmittel finden, um das Ganze hier noch im Detail besser zu reinigen, um dann im Herbst oder im Frühjahr, wenn man dann halt immer wechselt, dass man dann nicht mit extrem verschmutzten Felgen zu kämpfen hat. Jetzt testen wir mal hier, Finger ist wieder komplett sauber und jetzt gehen wir nochmal in denselben Bereich, wo wir vorhin schon waren, oder ich gehe mal in einen anderen Bereich, weil da haben wir ja schon mal drüber gewischt. Und ich nehme mal hier alles richtig mit, ich wische über alles mal komplett drüber,
hier nochmal hin. Und ihr seht hier, nichts mehr drauf, bloß flach gedrückt die Fasern. Hier auch nochmal komplett sauber. Gehen wir auch nochmal hier hin. Die Bereiche, wo sich der Schmutz natürlich dann immer richtig schön ansammelt. Da sehen wir hier nichts drauf. Also absolut top. Sehr schön. Reinigungsleistung schon wirklich sehr, sehr gut. Ungefähr bei 95%, je nachdem, wie gut ihr eure Felgen halt pflegt. Und jetzt können wir halt zusätzlich zu einer Felgenbürste, die ja jetzt nur in Längsrichtung arbeitet, natürlich perfekt, ganz klar, auch hier in die Zwischenräume. Schaut mal, was hier noch oben jetzt drin war, hier oben. Bin ich mit einem Hochdruckreiniger gar nicht richtig hingekommen. Schaut mal, was hier. Also von wegen, Sebastian, eine Felge ist doch sauber immer. Ja, ja, guckt mal hier. Ganz, ganz krass. Kann man wieder schön auswaschen. Da ist sie wieder sauber. Jetzt gehen wir mal hier unten hin. Und deswegen ist es halt so wichtig, auch solche Werkzeuge zu nutzen. Seht mal hier. Also, das ist der Grund, warum man einfach sowas nutzen sollte. Und so geht jetzt einmal hier komplett rum. Jetzt habt ihr das Tieffett und deswegen gibt es für jeden Bereich eigentlich das passende Werkzeug, weil ihr könnt jetzt mit den Handschuhen einfach hier ins Shampoo-Wasser reingehen und jetzt könnt ihr auch hier komplett die Speichen auch hinten reinigen. Und ich zeige euch jetzt hier, guckt mal, das ist der Dreck, den ihr euch dann über Wochen und Monate der Nutzungszeit einfach an den Speichenrückseiten festkrusten lasst. Guckt mal, was hier rauskommt. Guck mal, das ist richtig, richtig dunkler Dreck, der. Guckt mal, das hängt bei euch dann hinten an den Speichen. Und da könnt ihr auch immer wieder mal die Handschuhe auswaschen, richtig schön mitnehmen hier. Und da seht ihr richtig, wie der Dreck hier drüber läuft. Guckt mal. Deswegen kann man so eine Wäsche auch mal durchführen. Das Schöne ist, eure Hand ist komplett geschützt. Ihr habt eine schöne weiche Mikrofaser, aber nicht zu dick, dass ihr hier dann in die Zwischenräume nicht reinkommt, weil ihr kommt ja auch hier wunderbar dazwischen. Also wenn eure Felgenbürste zum Beispiel hier nicht dazwischen passt, mein Finger und selbst mein kleiner Finger geht hier bei meinen Felgen perfekt in jede Ritze rein. Also das ist einfach so ein Punkt für die Leute, wirklich die Enthusiasten-Leute unter euch, die wirklich sagen, ich will, wenn ich an der SB-Box meine Felge sauber mache, auch wirklich ein möglichst nahezu perfektes Ergebnis. Und deswegen ist das einfach ein schönes Hilfsmittel. Und ich denke mal, der eine oder andere wird die halt dann auch dauerhaft bei der Wäsche anziehen, vor allem wenn er kalte Hände hat, in den Herbst- und Wintermonaten. Das ist ja jetzt noch nicht der Fall, aber dann werden wir das da auch nochmal ansprechen. Weil den meisten frieren dann bei der Wäsche immer die Hände ab. Das wisst ihr ja. Und so haben wir auch die Rückseiten der Speichen komplett gereinigt. Guckt mal, nichts mehr dran. Ich gehe nochmal hier, komplett sauber. Ich gehe nochmal hier dahinter. Da ist nichts mehr. Und wenn ihr das regelmäßig macht, was ihr ja mit einer Felgenbürste nicht schafft und mit einem normalen Felgenreiniger kommt der ja nicht hin, dann habt ihr einfach immer den Vorteil, dass ihr das, wenn ihr das wechselt oder mal eine Felgenversiegelung auftragen wollt, dass ihr dann nicht mit scharfen Reinigern hier drauf gehen müsst, irgendwelche säurehaltigen Sachen, weil ihr das einfach regelmäßig zack mitmacht. Und wie schnell geht das denn bitte? Also hier muss ich ganz klar sagen, wer dafür dann, hier, guck mal, einfach die Rückseiten, zack, wer dafür keine Zeit hat, bei so einer intensiven Felgenreinigung, auch hier an der Radnarbe, an den Seiten, kommt ihr auf jeden Fall perfekt lang. Guck mal, da waren dann Übergänge hier noch ein ganz kleines bisschen Dreck hier Richtung Radnarbe. Also perfekt, dafür ist es halt einfach geeignet und das funktioniert absolut zuverlässig. Also eine schöne Kombination zwischen Felgenreiniger, Felgenbürste und Handschuh. Und damit seid ihr perfekt ausgestattet. Das macht für mich eine richtig schöne intensive Felgenreinigung aus und auch eine sehr schön zuverlässige, die sehr gut funktioniert. Hier können auch noch ein paar Wasserreste drauf sein, ist überhaupt kein Problem für den Detailer. Entweder ihr sprüht ihn euch direkt auf die Oberfläche, so mache ich das meistens. Einfach hier den feinen Spray nutzen, weil das hat wirklich einen sehr, sehr schönen feinen Spray. Zack, 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 zack. Jedes Speichenpärchen kriegt bei mir einfach einen Sprüher. Und jetzt reicht das schon aus, um einfach mit dem Tuch hier nochmal drüber zu gehen. Und damit verteile ich mir das, weil das Tuch ist ja im Prinzip auch wie gleichzeitig ein Applikator. Ne? Verteile mir das einmal. Achtet darauf, dass das restliche Tuch nicht auf dem Boden hängt unten und dann unten in der Nässe schleift. Also da ein bisschen aufpassen. Hier gehe ich immer gerne eine Runde mal grob rum. Ihr könnt dann auch ein zweites Tuch nutzen, wenn es irgendwann sich so vollgesaugt hat. Aber eigentlich komme ich hier mit einem Tuch über alle vier Felgen problemlos drüber, weil der Detailer halt auch so schön schnell ablüftet. So, und jetzt nehme ich mir einfach eine frische Seite, zack, und gehe diese Runde einfach nochmal ab. Und das geht halt für so eine Felge wirklich sehr, sehr schön. Deswegen mache ich auch keinen Schnitt rein und gehe mal gemeinsam mit euch die Runde rum. So, und damit habt ihr die Felge
bis zur nächsten Wäsche auf jeden Fall schön versiegelt, hat gleich einen Schutz mit drauf und das Ganze funktioniert sehr, sehr schön zuverlässig und macht überhaupt keine Striemen. So schnell geht's mit dem Felgendetailer, Appellverhalten drauf, bisschen Schutz, so muss es sein. So, und ich habe euch hier nochmal ein paar andere Felgen mitgebracht, und zwar sind das jetzt hier die aktuellen Sommerreifen bzw. auch Sommerfelgen, und ihr seht schon, ich habe mich für ein Modell entschieden, was halt sehr, sehr viele Speichen hat und sehr viele auch engere Zwischenräume. Für die hinteren Bereiche nehme ich dann einfach hier die Felgenbürste. Und hier bei meinen Speichen geht das problemlos. Ich kann immer in dieses kleine Dreieck reingehen und dann kann ich das komplett einmal hier links, rechts komplett reinigen. Auch hier bei der Bremssatteleinheit geht es komplett vorbei. Also das funktioniert top. Und auch hier oben. Also ich gehe dann immer hier in das kleine Dreieck rein und gehe dann nach links und nach rechts. Seht ihr hier? Doch, sogar schon ein bisschen Schmutz mit drin. Aber für diese Details, vor allen Dingen im hinteren Bereich, nehme ich jetzt diese Handschuhe, weil da kann ich das perfekt reinigen. Und ich glaube, das wird auch insgesamt den großen Waschhandschuh bei der Felgenreinigung bei mir ersetzen. Ich gehe dann einfach hier ins Waschwasser rein. Ja, mache mir die Handschuhe richtig schön nass. Man kann es sich auch nochmal mit Shampoo einspülen. Und jetzt kann ich hier wirklich, und das nennt man dann schon Liebe zum Werkstoff, Liebe zum Bauteil, hier kann man wirklich in jedem Bereich komplett fortigen. Und auch hinten alles komplett dahinter erreichen. Man sieht es jetzt hier schön, wie meine Finger komplett dahinter Platz haben und ich kann jede Speiche einzeln reinigen. Und das ist halt der große Vorteil, dass man dann, wenn man dann die Felgen dann Richtung Herbst, Winter auf Winterbereifung oder Felgen wechselt, dass man dann halt einfach nicht so mit massiven, verdreckten Felgen zu kämpfen hat. Weil wenn man nur einsprüht vorn und es abstrahlt, baut sich hier auf der Rückseite und auch im Tiefbett, wenn man da nicht genau hingeht, baut sich dann unheimlicher Dreckfilm auf. Aber hier schön für alle Zwischenräume, und so kann man sich so ein bisschen an der Felge langhangeln. Das ist, wie gesagt, nur für Felgen so richtig effektiv, wenn die viele, viele Speichen haben und viele enge Zwischenräume. Wenn ihr hier nur so 5 Speichenfelge habt oder so eine Art Stern, dann kommt er natürlich überall gut dazwischen. Da könnt ihr auch normalen Waschhandschuh nehmen. Aber für alle, die da in die Details wollen und auch hier diese Zwischenräume komplett mit reinigen wollen, auch diese Schraublöcher, das geht halt ideal. Ne? Also dafür ist es halt perfekt geeignet. So, und damit haben wir das komplett abgeschlossen. Nochmal eine schöne intensive Reinigung, macht natürlich bei allen 4 Felgen, nehmt euch da ein bisschen Zeit. Kann man auch natürlich in kompakterer Weise machen, wenn ihr zum Beispiel einfach sagt, okay, ich brauche die Felgenbürste mal nicht nutzen, nehmt ihr halt einfach nur die Handschuhe. Je nachdem, wie der Verschmutzungszustand ist. Und da könnt ihr euch dann komplett in eurer Felgenwaschroutine anpassen. Ja, also ich muss ganz klar sagen, für dieses kleine Pärchen gibt es auf jeden Fall erstmal einen Daumen nach oben, weil es funktioniert, es klappt sehr, sehr gut. Ist auch ganz klar, sage ich immer dazu, abhängig von der Felgenform, von der Speichenanzahl, von den Zwischenräumen, die ihr habt. Es gibt ja unendlich viele Felgenarten und auch Felgendesigns. Und deswegen einfach da ein bisschen austesten, was für euch passt. Für mich ist es an meinen Felgen, habt ihr ja gesehen, eine richtig schöne Ergänzung in meiner Felgenwaschroutine, weil ich kann halt die Speichen bei mir wunderbar hinten sauber machen. Also, schöne, schöne Sache. Das ist eine absolute Traumkombo für meine Felgen. Damit lässt sich echt gut arbeiten. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, unten in den Kommentaren sind die Produkte verlinkt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin jederzeit bei WhatsApp erreichbar. Und wir sehen uns damit beim nächsten Video wieder, beim nächsten Felgenreinigungsvideo. Und auch die Handschuhe werden bei mir jetzt hier regelmäßig mit im Einsatz sein und auch im Winter, wenn man kalte Hände hat. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao.